Ja, hallo, liebe Freunde, da bin ich wieder mit meiner Presseschau zur Mitteldeutschen Zeitung. Heute soll es gehen um die systematische Skandalisierung meiner Kritik an einer schwarzen Professorin, um die leidige Impfaffäre, die jetzt schon in der dritten Woche hochgekocht wird, und am Schluss, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, um einen 14-jährigen türkischstämmigen Killer aus Baden-Württemberg. So, jetzt zu der Skandalisierung meiner Kritik an Frau Professor Maurin Maischa-Auma, so heißt sie, aus Stendal. Was war geschehen? Diese Professorin hat dem Tagesspiegel ein Interview gegeben und hat in diesem Interview die steile These gewagt, die deutschen Universitäten seien zu weiß, nicht schwarz genug, und ja, man müsse jetzt dagegen was tun, so natürlich die Implikation. Und ich habe dem widersprochen, dieser politischen These, indem ich klargestellt habe, dass die Hautfarbe keine Rolle spielt, sondern dass es an der Universität nur um Qualifikation gehen soll. Und indem ich dann natürlich aufgerufen habe, diese Forderung nicht zu befolgen und also jetzt nicht dafür zu sorgen, dass weniger Weiße und mehr Schwarze im Universitätsdienst Anstellung finden, weil Hautfarbe keine Rolle zu spielen hat, sondern allein die Qualifikation. Soweit so sachlich. Diese sachliche Kritik hat einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen, einen Shitstorm, wie man auch sagt, eine Hexenjagd, die ihresgleichen sucht. Und die Mitteldeutsche Zeitung berichtet darüber in ihrer Ausgabe Donnerstag, 25. Februar 2021, auf Seite 3, Häme, Hetze, Hass. Der Artikel ist ja ein ganz einseitiges und billiges Machwerk. Er reiht sich ein in diejenigen, die jetzt diese Hexenjagd anfeuern. Er reiht sich ein in die Meute und arbeitet mit ganz billigen Tricks. Er zitiert zum Beispiel Kommentare auf der Facebook-Seite der AfD-Fraktion, wo diese Pressemitteilung, in der ich dieser Professorin widersprochen habe, erschienen ist, die dort zu finden sind. Und einige von denen sind unappetitlich, aber die haben doch mit uns nichts zu tun. Die kann man uns doch nicht einfach zurechnen, wenn irgendjemand seine Meinung dazu äußert. Das ist das eine. Und dann wird lang und breit die Frau Anne Legui zitiert, Hochschulrektorin der Hochschule Stendal. Und sie wirft mir vor, ich hätte in die Wissenschaftsfreiheit eingegriffen. Aber das ist falsch, denn diese These von Frau Professor Maurin Maischa-Auma war, obwohl sie einen Professorentitel trägt, keine wissenschaftliche These, sondern es war eine politische These. Also die Forderung, an den Universitäten für mehr Diversität, wie es heißt, zu sorgen, mehr Schwarze einzustellen, weniger Weiße, das ist doch wohl eine politische Forderung. Das ist, wie ich auch klar gemacht habe, Lobbyarbeit. Frau Maurin Maischa-Auma will eben ihre Bevölkerungsgruppe, der sie zugehört, stärker repräsentiert sehen. Das ist Lobbyarbeit, politische Lobbyarbeit, kann sie auch machen. Dann muss sie aber auch politischen Widerspruch dulden. Und ich habe dieser politischen These politisch widersprochen. Also die Wissenschaftsfreiheit wird nicht tangiert. Aber zu solchen Differenzierungen ist dieser Artikel nicht in der Lage. Er schäumt selbst vor Hetze und Hass. Also was er mir unterstellt, was er uns der AfD unterstellt, das macht er selbst. Die typisch linke zirkuläre Struktur, der Antifant, der auf der Antifa-Demo mit hassverzerrtem Gesicht und wild gestikulierend irgendwelchen gesitteten AfD-Delegierten Hass unterstellt. So, das dazu, dass es übrigens auch anders geht, zeigt aber die FAZ. Also die in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist am Tag vor diesem Artikel ein Artikel erschienen, der unter dem Titel "Im Minenfeld der Moralisierung", der zwar auch mich kritisiert, geschenkt, aber der auch meine Kontrahenten kritisiert, der diese Cancel Culture kritisiert, diese linke Hysterie an den Universitäten, dass in diesem Klima überhaupt keine sachliche und wissenschaftliche Auseinandersetzung mehr möglich ist. Und also deshalb sollten wir auch nicht die gesamte Presse als Systempresse deklarieren und über einen Kamm scheren. Es gibt ja schon Unterschiede, und dieser FAZ-Artikel ist wirklich, also gut, muss ich ja, obwohl er mir nicht recht gibt, aber er ist differenziert, und ich überlege mir ernsthaft, ob ich jetzt nicht umsteige in meiner Presseschau auf die FAZ, weil die Mitteldeutsche Zeitung, das ist
nun in der Tat ein linkes Käseblatt allerunterster Güte. So, jetzt genug davon, jetzt zur Impfaffäre. Diese leidige Impfaffäre, die jetzt schon in der dritten Woche hier hochgekocht wird. Ich habe analysiert, in der ersten Woche war die Botschaft, die Impfungen sind begehrt. Das war sozusagen, was zwischen den Zeilen rauskam. Wenn alle sich drum kloppen, wenn die sich vordrängeln, dann muss es ja was Wertvolles sein. Und dadurch sollte die Diskussion über die Impfpflicht verdrängt werden. Ja? Und diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, die sollten ja lächerlich gemacht werden. Denn wenn alle sich drum kloppen, dann können die, die sich nicht impfen lassen wollen, doch nicht ganz bei Trost sein. In der zweiten Woche dann, als es weiter hochgekocht wurde, da war die Botschaft, jetzt geht es den Politiker an den Kragen. Ja, die Privilegierten, die da oben, die haben sich bereichert, die ja, denken, sie seien was Besseres. Und der Volkszorn wurde so auf ein ungefährliches Feld gelenkt. Denn der Volkszorn ist berechtigt auf die Politiker. Aber nicht, weil sie sich vorzeitig impfen lassen, Quatsch, sondern weil sie diese Corona-Politik zu verantworten haben, weil sie diese unverhältnismäßigen Einschränkungen, die uns allen nur schaden, zu verantworten haben. Deshalb sollte sie der Zorn des Volkes treffen, nicht weil sie sich vorzeitig haben impfen lassen. Also das war sozusagen der Zweck in der zweiten Woche. Da ging es darum, den Volkszorn irgendwie abzulenken. Und jetzt, in der dritten Woche, Mitteldeutsche Zeitung, Dienstag, 23. Februar 2021, Razzia bei Halles OB, der Aufmacher. Jetzt ist die Botschaft, wir kriegen euch. Wenn ihr auch noch gegen die unwichtigste Vorschrift aus den Corona-Verordnungen verstoßt, wenn ihr euch widersetzt gegen unsere Corona-Politik, dann kriegen wir euch. Wir finden was, wir haben euch in der Hand. Jetzt bei dem OB in Halle ist es also am Anfang, war nur die Rede von Dienstaufsichtsbeschwerden, da war die Rede von Disziplinarmaßnahmen, die Kommunalaufsicht hat sich eingeschaltet, aber jetzt hat man was Strafrechtliches. Deshalb gab es auch die Razzia. Und zwar ist es, was hat man gefunden? Eine veruntreuende Unterschlagung. Ich zitiere, diese verschärfte Sonderform der Unterschlagung greift dann, wenn ein Täter sich etwas aneignet, das ihm anvertraut war. Nach § 246 Absatz 2 Strafgesetzbuch wird das mit Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe geahndet. Baff! So, das hier dafür, dass am Ende eines Impftags der OB sich gedacht hat, naja, ich bin ja auch wichtig, ich glaube an den Nutzen der Impfung, hier sind Impfdosen, die würden sonst verfallen, impft mich halt. Ja, deswegen wird er jetzt so scharf sanktioniert und das ist, also er bestraft für einen, erziehe 100, hat Mao gesagt, das ist eine Disziplinierung jetzt der gesamten Bevölkerung. So, das ist die Botschaft, die jetzt im Hintergrund steht. So viel dazu, jetzt noch schnell zum dem Killer aus Baden-Württemberg, ein 14-Jähriger. Die Mitteldeutsche Zeitung berichtet darüber in ihrer Ausgabe Freitag, 26. Februar 2021. Ein Jugendlicher stirbt, der Tatverdächtige ist nur wenig älter. Also das ist eine Agenturmeldung, AFP, Sinsheim. Da wird eben der Hergang der Tat geschildert. Der 14-Jährige lockt den 13-Jährigen an einen geheimen Ort am Waldrand und dort ersticht er ihn mit einem Küchenmesser und was hier aber nicht zur Sprache kommt, ist, dass dieser 14-Jährige türkischstämmig ist. Es wird gesagt, dass er schon mal auffällig war, dass er mit 13 Jahren schon mal in der Messerstecherei verwickelt war. Aber was hier nicht gesagt wird, ist, dass man damals, er war noch nicht strafmündig, dass man damals versucht hat, ihn mit einem Anti-Aggressionstraining zu kurieren. Das habe ich aus dem Internet, das war ganz offensichtlich nicht erfolgreich. Und was an diesem Artikel so mich aufregt, ist, dass er verharmlost. Die wahren Probleme kommen ja nicht zur Sprache, dass wir nämlich an der Schule viel zu lasch mit solchen Gewalttätern umgehen, dass es auch ein Problem gibt mit Gewalttätern aus bestimmten Bevölkerungsgruppen. Auch das wird hier verschwiegen. Also das ist sozusagen ein Meisterstück der Verharmlosung. Mordet der 14-Jährige aus Eifersucht? Fragezeichen. Gut, damit bin ich für heute am Ende. Ich wünsche noch einen schönen Rest und sage bis nächste Woche. Macht's gut.